Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pantoffelkino. Heute gibt es Schlachtplatte süß-sauer oder auch Asia-Horror, ein Lebemannwunsch von Rainer Koschnick. Und wenn es um Horror geht und Sauereien, dann sind Rike und Lars nicht fern. Hallo. Das ist schön gesagt. Ja, ist doch so. Wer sonst würde das mit mir machen, wenn nicht ihr? Wir bleiben jetzt in Japan, gehen 3 Jahre in die Zukunft, ins Jahr 2002 und kommen mit einem Film, der so im Fahrwasser von vom ersten Ringu entstanden ist, der aber was ganz anderes ist und der wirklich, wirklich sehenswert ist, so viel darf ich schon mal sagen. Es geht nämlich um Dark Water, bei uns Dark Water, dunkle Wasser. Toller Titel. Platsch. Ja? Schauen wir doch mal rein. Bevor ich gleich auf den Inhalt eingehe, ist mir gerade ein kleiner Fehler unterlaufen. Der Film heißt in Deutschland nämlich tatsächlich nur Dark Water. Dark Water, dunkle Wasser, heißt das 3 Jahre später entstandene US-Remake, über das ich hier lieber den Mantel des Schweigens legen möchte. Mit Jennifer Connelly und John C. Reilly eigentlich gut besetzt, hat der Film nämlich etwas nicht Grusel. Der Film kriegt es nicht hin, dich zu gruseln. Er ist im Sepia-Look gehalten und so. Das ist ganz furchtbar. Hier beim Japaner, auf den ich jetzt gleich eingehen werde, ist das etwas anders. Es geht hier um eine junge Mutter, die mit ihrer Tochter in eine Mietskaserne im Endeffekt zieht. Sie selbst lebt gerade im Scheidungsprozess und muss sich um das Sorgerecht ihrer Tochter, da muss sie bangen drum. Und sie gibt wirklich alles und ist dann eben wohnt in dieser Mietskaserne mit ihr und plötzlich irgendwann tropft Wasser von der Decke, was im Endeffekt erstmal nur ein kleiner Schaden ist, wo man den Hausmeister ruft, doch dieser Wasserfleck will nicht aufhören. Die unheimlichen Geräusche wollen auch nicht aufhören. Und irgendwie ist in diesem Haus etwas geschehen, worauf ich jetzt eigentlich gar nicht näher eingehen möchte, weil wir kommen da schon in den Spoilerbereich. Es hat was mit Wasser zu tun. und mit einem wirklich scheiße unheimlichen Wassertank, der auf dem Dach dieses Hauses steht, wo ich damals bei der Erstsichtung gesessen habe und dachte, oh, du Scheiße, wenn klopfende Geräusche aus einem Wassertank kommen, dann ist das wirklich... Eliza Lam? Dann denkt man heutzutage wahrscheinlich eher an Eliza Lam, das stimmt. Ja, aber das ist in dem Fall, also ich finde, das ist ein wirklich toller, auch sehr ruhig inszenierter, aber auch sehr, sehr unheimlicher Horrorfilm, der auch seine traurigen, also wirklich traurigen Momente hat, die auch wirklich funktionieren. Er hat kein Overacting, was oft in diesem Film ja der Fall ist. Ich fand, es gab hier kein Overacting. Soweit. Und mich packt er immer wieder. Ich mag den gern. Mir hat er auch richtig gut gefallen. Mir hat auch sehr gefallen, dass der Film für mich im Kern vor allem Drama war. Er war fast schon mehr für mich ein Drama als ein Horrorfilm. Mhm. Und dass da halt auch viele der besten Horrorfilme, finde ich, sind im Kern eigentlich Dramen. Ja. Weil sehr viel von der Spannung kommt ja auch einfach her, weil du die Situation halt sehr nachfühlen kannst von der alleinerziehenden Mutter, die halt wirklich so unfassbar unter Stress steht, weil sie hat auch das Stigmata, dass sie halt psychisch krank ist und ihr Mann ist auch noch so ein Arschloch, dass er es auch gegen sie einsetzt im Streit um das Sorgerecht. Dann wird sie unter Druck gesetzt und dann, als sie dann zusammenbricht, nachvollziehbarerweise, ist dann, sehen Sie, die ist viel zu krank, um sich um das Kind zu kümmern. Und dann kommt der Wasserschaden, dann geht sie zum Hausmeister und der kümmert sich nicht drum und so weiter. Das sind alles extrem nachvollziehbare Situationen. Und so was für ein Stress sie steht und dann auch Angst hat, ihr Kind zu verlieren. Ein kleines bisschen muss ich auch an Babadook denken, weil da auch so ein bisschen der Fokus ist von einer Mutter, die halt total den Bach runtergeht unter dem Druck. Und das war ein großer Faktor dessen, warum ich den so gelungen fand. Und halt auch das Mystery, was das antreibt, so was mit sich auf sich hat mit dem Wasser und so fort, mit den Erscheinungen, die dann um sich kommen. Und ich fand auch die Tochter ganz hinreißend. Weil vier Kinder sind sehr schnell immer sehr nervig, aber die war so süß. Und echt, ich habe den beiden echt nur so gewünscht, oh Gott, bitte. Es muss gut ausgehen. Ja, das verraten wir hier nicht. Natürlich nicht. Aber ich mochte das Ende sehr. Es war sehr bitter süß. Das ist ein tolles Ende, muss ich sagen. Oh ja. So, deswegen macht das den Film so rund. Ja. Oh ja. Die Geschichte basiert auf einem Roman von Koji Suzuki, der auch den Roman geschrieben hat zu The Ring. Und der schreibt auch, The Ring habe ich tatsächlich gelesen, und der schreibt auch wirklich seine im Kern trotzdem Horror-Geistergeschichten wie Dramen. Also das geht auch in, wer sich noch an Ring oder das Original Ringo erinnert, da stehen auch eher die Charakterbeziehungen eher im Vordergrund.
Und das, weil ich das mehr Horror empfunden habe als Drama. Also zumindest die Filme. Ich kenne das Remake und das Original. Ich habe es auch mehr so. Aber ist es im Buch vielleicht mehr aufs Drama fokussiert? Vielleicht vermische ich das in meinem Kopf ein bisschen. Aber ich habe das auch eher so als Drama in Erinnerung, wo halt klar der Auslöser. Stimmt. Bei Ringo geht es vielleicht tatsächlich auch ein bisschen mehr um die Geistergeschichte, die hier aber auch nicht irgendwie in den Hintergrund tritt, sondern auch natürlich permanent da ist. Genau, kann mich da nur anschließen. Also toller Film, tolle Atmosphäre, dieses ständige, es regnet ständig in diesem Film, wie aus Cannes. Also es kommt noch dazu, so nach dem Motto, kriegen die nicht mal eine Pause? Im Sinne von, wird es nicht vielleicht mal irgendwie trocken oder so? Wird vielleicht mal schönes Wetter? Nein. Ja, das ist auch genau die Situation. Die Mutter ist schon echt am Ende mit ihren Nerven, total gestresst und dann auch noch im Wasserschaden. So, das kennen wir alle. Wir waren alle schon in der Situation, wo uns echt der Arsch auf Grundreis geht und dann kommt das noch, irgendwie Schimmel befallen der Wohnung irgendwas. Oder Wasserhahn tropft. Irgendwie so, dass du wirklich denkst, eine Sache noch und ich glaube, fucking Hamburg. Es gibt, mir gefällt, das hat wahrscheinlich aber auch was mit der Kultur zu tun, weil Geistergeschichten sind in Japan ja auch kulturell sehr tief verwurzelt. Oh ja. Mir gefällt vor allen Dingen, dass hier nicht diese ganze, dass sie nicht komplett immer als irre dargestellt wird. Da gibt es diesen Anwalt, der ihr auch zur Seite steht und dann gäbe es in jedem Horrorfilm halt so Szenen, wo sie dann... Kann ich den bitte auch haben, diesen Anwalt? Dann gibt es ja eigentlich in jedem Horrorfilm ja so Szenen, wo sie dann Leute hinzuzieht und die dann gucken müssen nach dem Motto. Und dann kommen die dann an die Stelle und dann ist da nichts. So, und das ist hier aber auch anders. Also es gibt eine entscheidende Szene, die mir sehr gefallen hat, die mir sehr in Erinnerung geblieben ist, wo dann halt alle anderen auch anerkennen, dass hier, dass sie sich die Sachen nicht einbildet und dass sie nicht irre wird, sondern dass mit dem Haus, mit der Wohnung und sagen wir mal so viel mit der Wohnung über ihr tatsächlich irgendwas nicht stimmt. Und das hat mir besonders gut gefallen. Also es ist, wo ich da auch, sorry, dass ich das jetzt als Frau einfach mal einbringe, war so ein ganz subtil war auch Sexismus ein bisschen für mich das Thema, dass sie halt als Frau auch nicht ernst genommen wird. Ja, dann, wenn der Mann halt an einer Stelle mal kommt und sagt, Leute, kümmert euch drum, es ist ein scheiß Wasserschaden, dann wird plötzlich gekuscht. Und dass sie halt so in den Nervenzusammenbruch getrieben wird, und dann, das heißt, oh, sie ist hysterisch und so weiter. So. Deswegen meine ich, das ist halt sehr mit der Realität verbunden. Das ist auch ein Leid, was vor allem Frauen sehr nachvollziehen können. So, ohne es jetzt so dick aufzutragen. Aber das habe ich halt noch sehr nachempfunden, als ich den Film gesehen habe. Also, dass sie dann auch wirklich halt so Angst haben muss, emotional zu werden, weil es sonst gegen sie verwendet wird. Ja, also schöne, wie gesagt, schöne Geschichte, tolle Charaktere. Genau, kein Overacting, also nicht, aber auch nicht zu unterkühlt, sondern einfach... realistisch und nicht so dieses, was man aus Horrorfilmen kennt, die Charaktere treffen dumme Entscheidungen. Wir haben uns 2-3 Mal dabei erwischt, wie wir irgendwie angeschrien haben, mach doch jetzt das und dann machen sie exakt das. Was das auch. War aber auch einfach, weil ich wirklich Angst um die beiden hatte, ehrlich gesagt. Ja, das funktioniert wirklich gut. Die funktionieren einfach super. Ja. So, und das ist, hat man ja nicht oft. Dass man sagt so, wow, diese Charaktere. Ne, das also ich werde wirklich wollen, dass die beiden es schaffen. So. Ja. Du willst echt nicht, dass den beiden irgendwas zustößt. Also ein kluger, gut geschriebener Horrorfilm, tolle Geschichte, tolles Ende. Und top, große Empfehlung, ja. Ich habe auch das Remake zuerst gesehen, vor mehreren Jahren. Und jetzt das Original, das Remake, hatte ich das meiste habe ich schon wieder vergessen. Aber der wird mir definitiv in Erinnerung bleiben. Ich hab das Original zuerst gesehen, habe dann das Remake aus der Videothek geholt und nach einer halben Stunde ausgemacht, weil ich es nicht ausgehalten habe. Ich dachte so, Mann, wie kann man einen Film so an die Wand fahren? Das ist ja generell nichts Neues, wenn man sagt, guckt euch das Original an. Das ist in 99% der Fälle besser, trifft hier genauso zu. Das war's für den Moment, aber weitere Besprechungen aus unserer Kinosendung findet ihr zum Beispiel hier. Oder wenn ihr unsere ganzen Sendungen sehen wollt mit noch viel weiteren Filmkritiken, dann klickt ihr hier drauf. Das ist nämlich hier der Link zu Massengeschmack TV. 14 Tage kostenlos testen, einfach mal reinschauen, es lohnt sich.